Was geht ab, ihr Zocker? Das gute Hood Outlaws und Legends kommt ja in einem guten Monat raus, am 7. Mai. Und ich freue mich schon drauf. Ich liebe Heist-Gameplays. Ich stehe da drauf. Und ich dachte mir so, da es ja eh keine Charakter-Trailer mehr gibt, die wir analysieren können oder ein bisschen drüber sprechen können, sprechen wir einfach über die knallharten Fakten hier. Was kommt rein? Was ist schon bestätigt? Ein paar Gerüchte, die wir noch gehört haben und auch als Fakt verkaufen können. Und deswegen gibt es ein hier beliebige Anzahl einfügen. Ihr seht es ja am Titel Faktenvideo zu Hood Outlaws und Legends. Viel Spaß. Fakt 1. Hood Outlaws and Legends ist ein PvP-PvE-Multiplayer-Game. Das bedeutet, man hat ein PvE-Ziel oder eine PvE-Mission, die man erfüllen muss und spielt des Weiteren gegen ein gegnerisches Player-Team. Bedeutet also, man hat 4 gegen 4 Duelle. Fakt Nummer 2. Hood Outlaws and Legends ist an den Balladen oder den Geschichten von Robin Hood angelehnt. Das erkennt man vor allem daran, dass jeder Charakter eine bestimmte Figur im Namen hat oder der Name einer bestimmten Figur zugeordnet worden ist. Wir haben zum Beispiel den Ranger, das ist natürlich Robin Hood. Wir haben den Brawler, das ist Little John. Wir haben den Mystiker, das ist dann Tuck oder Bruder Tuck. Und wir haben die Marion, das ist eigentlich die Prinzessin. Und das ist dann der gute Hunter. Und das bedeutet also, jeder Charakter spielt dort eine große Rolle. Und wir haben auch den Sheriff von Nottingham, das ist dann im Endeffekt der Sheriff, der unseren Key hat, womit wir da in die Kohle kommen. Und wir haben natürlich das berüchtigte, wir nehmen es von den Reichen und geben es den armen Gameplay-Feature im Hideout. Wie das ganz funktioniert, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall kann man dadurch verschiedene Boni sich freispielen, wenn man der Bevölkerung was zurückgibt. Ach ja, ich wünschte, die Leute würden mir auch ein bisschen Geld geben oder... Okay, lassen wir das mal. Fakt Nummer 3. Auf der Focus Home Interactive Twitter-Seite wurde bestätigt, dass an dem Spiel ständig gearbeitet werden soll. Das heißt also, das soll schon etwas... langfristiges werden das Projekt und immer mehr. Wir haben ja auch schon die Möglichkeit zum Vollpreis eines sonstigen Spiels, also für 70 oder 60 Euro, muss ich nochmal gleich nachgucken oder ich blende da hier irgendwo einen Text ein, haben wir dann die Möglichkeit uns noch einen Battle Pass, Season Pass, Kampf Pass oder Outlaw Pass oder Schlag mich nicht tot da zusätzlich zu kriegen für das Ende des Jahres und da werden wahrscheinlich neue Charaktere kommen und vielleicht neue Spezialitäten, neue Maps, mehr, weil wie gesagt, muss man immer mit Vorsicht lesen, es wurde nur bestätigt auf Twitter, das ist nur ein Fakt. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf und wir können uns schon mal merken, dass es da bestimmt noch den ein oder anderen Charakter gibt, der dann halt in diesen Robin Hood Balladen sind. Man könnte den König zum Beispiel noch einbauen irgendwie oder den Prinzen. Man könnte einen Assassin noch einbauen oder einen Ritter, der auf Robin Hood angesetzt worden ist. Könnte richtig cool sein. Wie gesagt, da müssen wir aber noch ein bisschen abwarten. Yo, Fakt Nummer 4. Und 4 steht ja für Lifestyle und Lifestyle kann man nur mit Geld erreichen und Hood Outlaws and Legends kostet auf jeden Fall nicht so viel. Wenn ihr diese ganze Pipapo-Kacke hier mit dem Battle Pass, Outlaw Pass oder sonst was nicht haben wollt, dann könnt ihr dieses Spiel für 30 Euro im PlayStation Store runterladen. Das ist wirklich ein Schnapper und wenn man mal bedenkt, wie viel Schrott eigentlich 70 Euro kostet, ja... Ich schaue auf dich, Watch Dogs Legion. 70 Euro, kein Multiplayer und dann kommt der Multiplayer raus und funktioniert nicht richtig. Ich stelle so eine Scheiße und dafür zahlt man 70 Euro. Fakt Nummer eine ganze Handvoll. Aber hier so, damit man es auch sieht. Das bekommen wir auch zum Release. Wir bekommen einmal einen Friedhof, wir bekommen eine Stadt, wir bekommen eine Zitadelle, wir bekommen einen Küstenturm und wir bekommen einen Außenposten. Und alle sind natürlich wie Robin Hood mäßig an England irgendwie angelehnt und da freue ich mich schon drauf. Das heißt, wir haben bestimmt noch so 2-3 Maps, die bestimmt richtig geil werden. Vielleicht werden auch ein paar Maps scheiße, wer weiß. Muss man erstmal ausprobieren, aber ich freue mich schon drauf, dass wir so dieses England-Setting haben. Fakt Nummer 6. In Hood, Outlaws und Legends haben wir auch ein Hideout, beziehungsweise ein Versteck. Dort können wir erstmal Geld an die Bevölkerung geben. Ja, sehr dämlich. Also, wo war mein Robin Hood? Oder wo? Warum gibt's die nicht mehr in der Neuzeit? Stell dich nicht so an, kein Grund zu heulen. Ach, egal. So, und in diesem Hideout können wir auch noch unsere Charaktere verbessern, beziehungsweise ihn mit Perks ausstatten, die Bewaffnung, die Skins ändern. Und ich wollte jetzt zu dem Thema Perks gehen. Wir haben es im Mystic Trailer gesehen. Man hat 3 Perkplätze und diese 3 Perkplätze beziehen sich aber nicht darauf, dass ihr irgendwie eine Sache irgendwie aufwerten könnt. Was weiß ich, sagen wir nur eure Ultimate mit Fernheilung, am besten nur Insta-Kills, die ganze Map wallhacken und einfach unbesiegbar sein als Oberbegriff. Das geht nicht. Ihr habt 3 verschiedene Abteilungen, zum Beispiel Ulti, Waffe bzw. charakterspezifisch und euer Item. Und da könnt ihr einen speziellen Perk draufballern. Focus Home Interactive hat da bestätigt, dass diese Perks nur spezialisieren sollen und so ein bisschen Überraschung für den Kampf liefern sollen. Sie sollen aber nicht unfair werden. Was wiederum bedeutet, wenn ihr nachher Level 10 seid und ihr habt einen Level 0 Charakter, weil ihr einen anderen spielt, dann sollt ihr nicht benachteiligt sein, nur weil ihr nicht mit eurem Starter-Main-Charakter spielt oder sonst irgendwas. Und wenn das Balancing wirklich klappt, Junge, Junge, dann könnte sich For Honor mal
wirklich eine Scheibe davon abschneiden, weil die schaffen es nach einem halben Jahr nicht mal, einen Charakter zu patchen. Und für alle, die den Joke jetzt nicht so ganz verstehen oder den halben kontrollierten Wutanfall, For Honor ist von Ubisoft und Ubisoft ist einer der größten Spieleentwickler der Welt und das schaffen die einfach nicht. Fakt Nummer 7. Jetzt kommen wir mal zu mehr Gameplay-Technischem und da ist es vielleicht wichtig, dass ihr ganz genau zuhört, weil das ist wichtig. Code Outlaws and Legends spielt ja praktisch gesehen mit verschiedenen Gegnertypen und der Sheriff von Nottingham, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil der Charakter in Hood so heißt und in den Serien, der Typ ist eine Maschine und der soll euch insta-killen können. Und Code Outlaws and Legends ist auch kein normaler Shooter, ist kein normales Kampf- oder Beat'em-up-Gameplay. Es wird in drei Phasen aufgeteilt. Ihr habt erstens die taktische Phase, worum es geht, den Schlüssel für den Tresorraum zu kriegen, damit ihr an die Kohle kommt. Dann habt ihr die zweite Phase, das ist meistens die Stealth-Phase, da müsst ihr Sprachenlernen Bubble an der Stelle. Sprachenlernen Bubble. Ihr müsst dort infiltrieren und euch den Zugang zu diesem Vault Key verschaffen, um so wenig Aufsehen wie möglich erregen, weil es gibt dort verschiedene Alarmstufen und ihr macht es euch nur unnötig schwer, wenn ihr da wirklich den Rambo macht oder den COD-Kiddy oder was weiß ich. Nennt euch den allmächtigen Gott, der alles niedermähen kann und so geil zocken kann. Am Ende werdet ihr wahrscheinlich versagen und das hat das Spiel mit Absicht so gemacht, weil das dritte oder die dritte Phase, die bedankt euch dann, das ist dann die Alarm- bzw. Action-Phase und dort geht es dann, dass ihr abhauen müsst und da wird es auch mehr Action geben. Und wenn ihr euch zu sehr mit Wachen auseinandersetzt und zu sehr entdeckt werdet, dann werden die angeblich immer stärker. Ich weiß nicht, ob ihr da noch so Bock drauf habt oder dann schenkt ihr halt dem Gegnerteam die Punkte. Kann man ja machen. Also ich versuche ja dann zu gewinnen lieber. Aber entscheidet euch das selber. Also merkt euch, Fakt Nummer 7, das Spiel hat drei Phasen. Taktische Phase, Stealth-Phase, Kill- bzw. Spaß- und Action-Phase. Fakt Nummer 8. Mehrere Quellen haben schon davon berichtet, das war einmal die GameStar, als sie ihre ganzen Mittelalter-Games vorgestellt hat. Dann sind es mehrere englischsprachige YouTuber, wo man sich Infomaterial zu schon angucken kann. Und natürlich Focus Home Interactive auf der Twitter-Seite haben bestätigt oder sie sind in der Arbeit, Cross-Plattform-Gaming zu machen oder Crossplay. Für die Leute, die das ein bisschen darunter verstehen, bedeutet Xbox, PC und PlayStation können miteinander zocken. Ich sehe das mit dem PC, muss ich ganz ehrlich sagen, immer kritisch an, weil du auf dem PC leider hacken kannst, beziehungsweise die Hack-Möglichkeiten da ein bisschen stärker sind als auf Konsole. Kann ich auch nachvollziehen, weil man dort einfach an die Quellcodes kommen kann und bei einer PlayStation eher nicht. Ja, wie gesagt, ich sehe das immer so gemischt. Würden die da ein Anti-Cheat-Programm irgendwie einbauen, dann wäre ich da schon wirklich glücklich drüber. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass es diese Möglichkeit gibt. So, die soll auch ausschaltbar sein. Das heißt also, für jeden ist was dabei und ich finde sowas immer eine gute Lösung. Fuck Nummer. Jetzt geh Finger verkrüppelt, Alter. Machen wir so. Ach, 9. Code Outlaws and Legends ist auf jeden Fall für die Next-Gen-Konsolen, für den PC und für die Old-Gen-Konsolen. Das bedeutet, alle Playstations, das heißt 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X oder wie das heißt. Kenn mich da nicht so aus, ich kaufe nicht so viele Xboxen leider. Man merkt, ich habe einfach nicht so, dass man... Und natürlich für den PC. Und das macht schon mal mega viel Spaß. Die Switch bleibt natürlich mal wieder leer oder geht wieder leer aus. Wahrscheinlich wegen der miesen Hardware, die die hat. Oder ich will die jetzt nicht fronten mit mieser Hardware, aber begrenzte Hardware. Sagen wir es jetzt mal so. Fakt Nummer 10. Fakt Nummer 10 ist, dass das Video jetzt vorbei ist. Aber wir machen noch einen echten Fakt. Code Outlaws and Legends kommt am 7. Mai nur für Vorbesteller raus. Die anderen müssen 3 Tage warten, bevor sie es spielen können. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken. Ihr kennt ja die ganze YouTube-Händlerwäsche hier. Müssen wir jetzt nicht weiter ausreden. Welchen Charakter wollt ihr gerne zocken oder nehmt ihn als Main-Charakter? Habt ihr einen Sub-Charakter? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich sage jetzt noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.